das Tor auf. Wo kriegen wir das auf? Jetzt bei sich selbst. Wie machen wir denn das Tor auf? Besiege Katris Krieger. Ja, da sind auch welche. Das müssen wir erstmal machen. Lohnt noch einer rum. Das ist ein Hundchen. Wir müssen ihnen das Tor aufmachen. Ja, war ich doch schon dabei. Hier im Innenhof sind noch welche. Das Tor. Okay. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Du sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie hat schon gut geholfen. Sie kann sich gut verteidigen. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Okay, wir sehr gut. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Meritium-Bomben. Schließen. Die Mauer hat sie aufgehalten. Portal geschlossen. Und jetzt hier alles. Zack. Auf alle. So ein Chaos hier. Alle gleichzeitig. Der eine nach dem anderen. Das ist mir am liebsten. Ihr kommt alle dran. So, Portal ist weg. Viel tot hier. Kriegen wir irgendwo vielleicht ein Schwert oder so? Das ist Kacke. Will hier nicht schon wieder sterben? Ein bisschen Bier trinken. Hier ist was. Eine Ritzchenbombe. Da ist wohl ein Portal. So, jetzt nur. Geralt, ich kann sie nicht mehr aufhalten. Sie kommen durchs Haupttor in den Hof. Schon unterwegs. Hilft Trist, die will Jagd beim Tor. Der Bastard will durchbrechen und reinkommen. Bin Geralt, unterwegs. Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Sie kommen durchs. Hoffentlich safe bald. Na toll. Geralt in Eis. Bosskampf mit Ciri oder was? Komm.
Menschen wieder gefangen nehmen. Tor schließen. Portal schließen. Schnell. Verdammt. Los, Ciri. Nein. Nicht der. So, Bosskampf. Let's go. Los, lauf! Sie kann dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Was passiert denn jetzt? Ich hab mich schon auf einen Bosskampf gefreut. Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt! Ach du Kacke. Sie haben ihn getötet. Die Schweine. Los, Feuerball. Das war eine Schlacht. Wissen wir. Die
Wildschweine haben wir sie mehr getötet. Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen hingekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Doch, Ziel, du bist nicht schuld. Wir sollten es vorbereiten. Mitternacht. Quäl dich nicht. Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. War fehl.
Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt. Dann müssen wir beraten. Besprich mit Avalak, was als nächstes zu tun ist. Wie es aussieht, müssen wir erstmal den Rausch ausschlafen. Bin vom Kampf noch. Ah, sehr schön. Woran denkst du? Kehr Morhen. Ich kann mir den Ort nicht ohne Wesemir vorstellen. Ich ziehe bald das Tal hinunter. Dann suche ich mir was anderes zum Überwintern. Komm schon, es ist die einzige Heimat, die wir je hatten. Bleib. Nein, Geralt. Der Ort stirbt schon seit einer Weile. Das heute war der letzte Sargnagel. Wird Zeit, dass wir es akzeptieren. Wie fühlst du dich? Bitte. Danke für alles. Sicher. Werd wieder gesund. Lass mich zufrieden. Okay, der ist ein bisschen pisst, aber wer mag es ihm verübeln? Wesemir ist gerade gestorben. Du willst wissen, wie ich mich fühle? Danke, nicht schlecht. Das ist gut. Ah, schrecklich, das mit Wesemir. Ich weiß, ihr standet euch nahe. Danke. Das stimmt. Hör mal, ich will meinen Bart nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Versteh mich nicht falsch. Ich will helfen, was immer du entscheidest. Aber für meine Begriffe brauchen wir einen Gegenangriff. Wir müssen die Jagd und Eridin finden und auf sie losgehen, wie der Bulle auf die Kuh. Ja, aber dann nicht mit 6 Leuten. Nächstes Mal so holen wir uns mal eine Armee und dann wäre vielleicht... ich meine, der wäre gestorben. Das war eine Story-Sequenz. Das musste passieren. Das war geskriptet vom Spiel. Das musste passieren. Aber ich meine, wir haben uns verdammt gut geschlagen in dieser Schlacht. Das war also besser, als ich je gedacht hätte. Aber meine Fresse. Fürs nächste Mal so holen wir uns ein paar Armeen. Da gucken wir mal für den Gegenangriff. Gucken wir mal, ob wir mal wirklich mal. Ich meine, ich habe ja geguckt, aber ich habe dann diese Nebenquest übersehen und dann beim nächsten Mal holen wir mal so sorgfältig ein paar Mitkämpfer. Wir sind zu wenige. Wir haben den Angriff abgewehrt, ja, aber das war ein schlichtes Wunder. Das nächste Mal haben wir nicht so viel Glück. Vergib mir, Geralt, aber das ist doch das Gerede eines Mannes, der einen tragischen Verlust nicht überwinden kann. Trink darüber, schlaf darüber, was auch immer. Aber reiß dich zusammen und überdenke die Dinge. Das mache ich, Sultan. Wir brauchen viele Verbündete. Cirael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergebens. Darüber streite ich gern. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cirael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Wir brauchen vor allem Schwerter und Äxte und wir brauchen Manpower. Das ist einfach das gute Kämpfer. Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht.
Philippa Eilhardt, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Ich will die Loge nicht in Ciris Nähe haben. Ich traue diesen Frauen einfach nicht. Was sollen wir denn machen? Alleine kämpfen und einen schönen, aber sinnlosen Tod sterben? Nein, Geralt. Durch irgendein Wunder haben wir diesen Kampf überlebt und einen jämmerlichen Sieg zu einem enormen Preis herausgeschlagen. Schluss mit den Scharmützeln. Wir müssen den Gegner in offener Schlacht stellen. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lasse mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Das ist richtig so. Und die ist eine Powerfrau. Wir haben es gesehen, was die kann. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cyrael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Ihr Feuerball allein ist schon... Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Der Feuerball von Ciri, das ist, um es in Pen and Paper zu sagen, die hat dauerhaft eine 1 gewürfelt. Die hat permanent eine 1 gewürfelt. Der Superball kann man fast schon sagen, der Feuerball, der hat eng geschlagen. Das ist einfach die. Das. Ich gehe ihr besser nach. Warte. Sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden. Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ihre Fähigkeiten? Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als die Jagd darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Ich meine... Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Ja, und? Bis dann. Wenn es eine größere Bedrohung als die... Dann muss man die Macht doch... Wir müssen... Das ist... Können wir schon ein bisschen trainieren und dann... Ziele auf unserer Seite, da haben wir... Da brauchen wir keine Armee mehr. Einige Tage später... Ich sag's euch, mit Ciri voll kampffähig, also voll im Einsatz. Das ist hier. Da machen wir hier alles platt. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Cirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mach keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte, nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Hm.
Es gibt eine bestimmte alte Methode. Vesemir hat sie mir beigebracht. Und Barmin hat sie ihm beigebracht. Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Droiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Das wirst du bereuen. Schneeballschlacht. Hey. Hey, das ist unfair. Nulpe! Das werden wir ja sehen. Hey. Fang mich doch! Sie zieren in einer Schneeballschlacht. Sehr gut. Von 8. Achtung, Stein drin. Hey, das ist unfair. Wir müssen Schnee aufheben. Wie hebe ich Schnee auf? Ah, Schneeball. Jetzt bist du fällig. Na komm schon. Schneeballschlacht. Und na toll. Den Schneeball habe ich noch. Oha. Verdammt. Noch Schneebälle. Schluss mit lustig. Drei Schneebälle. Oha. Du bist nach Saluki hier oder was? Getroffen. Verdammt. Endlich mal eine Schlacht, die mir gefällt. Jetzt bist du fällig. 5. Ich meine, die andere Schlacht hat mir auch gefallen, aber... Schneeball. Das wird dir noch leid tun. Ich wird's eingeseift. Na komm. Ah, verdammt. Na komm, jetzt wirst du eingeseift. Aus der Entfernung treffe ich nie. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann. Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist.
Thank you.